Mal und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und letzte Folge haben wir ja hier, was habe ich genau gemacht? Ich glaube, wir waren in dem Außenposten genau. Und wollten ja unbedingt hier noch hin. Deswegen haben wir uns ja auch so geparkt, dass wir das hier noch anschauen können. So, ich gucke mich mal ganz kurz um. Ressourcen haben wir schon alles gescannt, was es hier so gibt. Da brauchen wir nichts mehr. Und dann flitzen wir mal, würde ich sagen, darüber. Auf dem Rückweg können wir hier auch mal kurz vorbeischauen. Wir wollten hier, glaube ich, einerseits eben das hier anschauen, genau, und dann da drüben in die Richtung noch eine Art Außenposten oder irgendwas. Sagen, das machen wir jetzt mal. Mal gucken, hier gibt es nicht so viele Tiere irgendwie. Ah, da liegt sogar schon irgendeine Kiste. Die gönne ich mir nochmal direkt. Ups, ganz hoch. Ach, ein bisschen Iridium, ein bisschen Blei. Steht da noch rum. Hyperkatalysator, okay. Nehme ich auch gerne mit. Ja, da haben wir noch was zu futtern. Was habe ich gesagt? Ich wollte es immer gleich direkt genau verwenden mit R. Aber sonst lag hier nichts rum, richtig. Nope. Na, auf dem Rückweg gehen wir einfach mal hier so diese Seite da drüben ab. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ob da vielleicht auch ein paar Feinde sind. Oder ein paar freundlich gesinnte Wesen, Menschen. Und am besten da hoch. Ich versuch's mal hier hoch. Am besten schon mal unsere Superpistole ausrüsten. Ein bisschen Licht anmachen, damit ihr auf YouTube auch was seht. Solarfarm. Ah, okay. Scanner sich jetzt erstmal nichts. Ein Sperrenexpert, aber da können wir einfach rüberhüpfen. So, ich hau mal den Scanner an, weil der ist eigentlich ganz praktisch, weil der zeigt uns doch viele Sachen an, die so auf dem Boden rumliegen oder sowas. Die ich sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Wir gehen da auch gleich rein. Was haben wir denn hier? Mag-Drucktank. Ah, kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Okay. Doch gerne mit. Die hätte ich jetzt wahrscheinlich übersehen, weil ich dachte, die gehören einfach so zum Allgemeinen hier. So, dann gucken wir mal hier rein und mal gucken, ob wir hier irgendjemanden treffen. Ich schleiche einfach mal für alle Fälle. So, äußere Luftschleuse ist offen. Dann mal in die innere rein. Wirkt sehr ruhig hier drin. Glaube, hier ist niemand. Ich glaube, wir können uns hier bewegen. Dann plündern wir hier erstmal alles aus. Das können wir mitnehmen. Was hier? Achso, nur eine Kiste mit nichts, was wir brauchen. Okay, hier wieder ein paar Sachen zum Essen. Die konsumieren wir alle gleich. Und wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Da steht es ja meistens immer nicht so gut um uns. Noch nicht zumindest. Irgendwann später, glaube ich, wird das auch mal ein bisschen besser. Dass ich nicht mal ganz so viel Schüsse fress. Hier können wir nichts machen, oder? Nee. Aber hier Munition. Die nehme ich gerne mit. Noch ein Waffenkoffer. Okay, nichts drin. Ich wollte gerade sagen, der wäre jetzt schwer irgendwie zu looten, wenn da was drin wäre. So, das können wir auch essen. Also auf jeden Fall viel, viel besser, wenn man die Sachen direkt wegessen kann. Die bringen eh immer nicht so viel und wir haben nicht immer das ganze Inventar dann voll mit allem möglichen Zeug. Den nehme ich jetzt mal so mit. Haben wir hier? Ne, Verkaufsautomat brauchen wir nicht. Aber hier gibt es ein paar Kühlschränke mit eine Menge Essen. Mal schön die Zwiebeln alle wegfuttern. Gibt einen schönen frischen Atem. Ramen Mehrfachpackung regeneriert 10 Gesundheit, wiegt aber auch 1,50. Nee, die hauen wir uns mal gleich rein. Achso, die Sachen sind ja zum Kochen noch ganz gut, gell? Als Zutat für irgendwas brauchen wir das eventuell.
Okay, aber dann mache ich es dann doch mal so. Ich nehme diese Zutatensachen vielleicht doch lieber mit und dann werfen wir die einfach ins Schiff, ins Lager. Oh, eine Scheibe Toast. Kann man die noch verwenden? Ich glaube, ein Toast einfach so kann man nicht noch kombinieren. Stimmt, da war ja auch noch was, dass man die Sachen auch noch... ja, zum Kochen verwenden kann. Da sitzt jemand. Meint aber friedlich zu sein, weil nichts ausschlägt hier. Ich fotografiere keine Menschen, sorry. Ist es nicht einfach unglaublich hier zu sein und das zu sehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was tust du denn hier? Ich fotografiere beruflich für einen jährlichen Kalender, den meine Firma veröffentlicht. Wenn es dir hier gefällt, empfehle ich dir den letzten Ort, an dem ich war. Okay. Karte aktualisiert. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen. Wo das denn gewesen sein soll. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Den industriellen Außenposten haben wir da unten noch. Den wollten wir uns ja mal anschauen. Huch. Ich muss immer diese Xbox-Achievements ausschalten. Nein, oh, da will ich doch gar nicht hin. Nein, da will ich auch nicht hin. Ah, wieder falsche Tasten gedrückt. So, was hast du noch irgendwas hier für uns? Ich stehe meiner Fotografie nicht im Weg. Achso, das war's schon. Ja klar, ich sehe, wie aktiv du hier gerade fotografierst. Natürlich. Ich sehe aber sonst, glaube ich, gibt's hier nichts mehr. Gut, ich hätte vielleicht mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Vielleicht hier aber noch. Das wäre klauen. Oh, die anderen Sachen waren kein Clown, aber den Hammer müssen, den würden wir jetzt klauen, oder wie? Okay. Merkwürdig. Aber hier kommt man auch gar nicht rein. Hier gibt's auch nichts drin, richtig? Nö. Naja, gut. Dann halt nicht. So, was ist denn der Rückweg, den wir gehen wollten? Der war hier unten lang, gell? Genau. Wir wollten da hinten rüber. Kann ich eigentlich zoomen? Naja, mit Maus. Okay. Mit Maus können wir 2 Zentimeter reinzoomen. Aber das war's dann auch schon. Ja, dann sprinten wir mal. Genießen das Stapfen von unseren Füßen im Schnee. Drehen mal diese Runde einfach darüber. So, mal rechtzeitig wieder das Boostpack einsetzen oder das Jetpack. Jetzt hier uns nicht die Füße wegbrechen. Das ist kein direkter Weg zu sehen, okay? Ah, da ist eine Kiste. Sehr gut. Hier gibt es ein paar Rohstoffe. Okay, ja, nehme ich auch gerne mit. Und das hier, glaube ich, das brauchen wir hier, dieses Tetrafluorid, oder? So, bevor wir uns wieder vergiften. Ganz schnell machen. Ja, Giftgas, Gasflow, habe ich schon gesehen. Ich bin schon weg. Ich bin schon geflüchtet. Was gibt's denn hier? Lichtmittel. Oh ja. Hier noch eine Kiste. Jetzt bin ich schon wieder so verwöhnt, dass hier überall Kisten rumstehen. Da ist eine kleine Kiste, jawohl. Hä? Moment, ich muss mal ganz kurz mal diese Game Bar... Ach, gut, dass das auch funktioniert. Das, Command dafür. Naja, dann machen wir das zwischen den Folgen mal weg. Also ich hoffe, man hört es nicht auf den Aufnahmen, aber ich glaube schon, weil Audio müsste einfach mit übertragen werden. Ja, Kupfer brauche ich nicht. Glaube ich zumindest, dass wir erstmal keinen Kupfer brauchen. Hier sind ein paar hochmoderne Windräder, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was die hier genau mit Strom befeuern, welche Anlage, aber wird schon so seinen Sinn und Zweck alles haben. Ich nehme mal so ein bisschen hiervon immer mit von den Sachen. Ein bisschen Fluor und eben das andere, was es hier so gibt. Ein bisschen Fluor halt, ne? So, ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder einen Lungenschaden zugezogen oder so. Okay, warte, wo ging es denn lang, wo wir hin wollten? War das da? Ich glaube, das war die Richtung. Da
sind ein paar kleine Tierchen. Ich hoffe, ihr seid friedlich. Das sind die Korallherzen, die kleinen. Aber die haben wir auch schon durchgescannt, oder? Ah, nee. Gar nicht weiter gescannt. Aber die scheinen sehr friedlich zu sein, also alles gut. Bisschen gefrorenes Wasser oder steinförmiges Wasser hier. Das war entweder diese Richtung oder es war diese Richtung, aber ich glaube, es war die hier. Aber es ist schon mal nicht ganz verkehrt, in die Richtung zu laufen, weil dann laufen wir immer noch so ein bisschen in die andere Richtung von da drüben. Versuchen wir mal so ein bisschen rumzuspringen, rumzufliegen, hier um was zu sehen vielleicht, aber aktuell sehen wir leider gar nichts. Aber noch, das müsste der Außenposten sein, den ich im Kopf hatte. Ist ins Unbekannte, gibt es den Planeten Procyon 3? Ja, das ist die Aufgabe, ich weiß. Achso, das taucht immer auf, wenn ich einen Scanner anmache, okay. Ich dachte gerade, das kam zum ersten Mal gerade oben aufgeploppt, aber dem war wohl nicht so. Nur aufpassen, dass wir es nicht überladen, sonst können wir wieder nicht zum Schiff zurückreisen. Aber ich würde es dann diesmal so machen, dass wir einfach irgendwas wegschmeißen, bis wir wieder Platz im Inventar haben. Wenn das nochmal alles durch die Eislandschaft hier laufen, glaube ich, wird ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich da dann die Schnellreise nutzen. So, ehemaliges Muybridge Pharma Labor. Die Musik ist so ein bisschen Thermoparasit. Ah, das ist doch... Der würde uns doch angreifen, oder? Ich will den mal scannen, ehrlich gesagt. Komm, oh mein Gott, das sind richtig viele rote Symbole. Oh ja, das sind auch Minen. Oh Gott. Und ganz viel, die haben uns schon entdeckt. Das sind irgendwelche Piraten wahrscheinlich wieder. Ich wollte den noch ganz kurz scannen. Kriegen wir das hin? Müssen sowieso gerade flüchten. Den können wir nicht scannen. Der ist also auch... Erledigen wir einfach mal. So. Oha. Da haben sie wohl ein paar Spacer oder sonst irgendwas niedergelassen. Mal ein bisschen. Die schießen aber immer noch. Schießen die auf wen anders? Oh, hier ist eine fette Landeplattform, okay. Ah, der schießt auf uns, okay. Ich dachte gerade schon, dass die sich gegenseitig vielleicht beschießen. Ist er das? Ja, das wäre er. Aber da haben wir nicht uns... Ah, das hat aber ein Visier. Vielleicht kommen wir trotzdem hier oben ran an den. Ah, hier kann man auch einen Atem anhalten. Sehr gut. Oh, das Gewehr gefällt mir. Das gefällt mir gut. Ekliptik, wer sind denn die noch? Oh, da ist auch noch einer. Oh, viele Symbole sind das noch. Bestimmt 10 Stück oder so. Ich glaube, wir machen ihm Schaden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir ihn wirklich gut treffen. Müssen wir irgendwie näher rankommen. Oh, der ist schon nah an uns, glaube ich, oder? Ah, der ist schon hier. Lass ihm ein Schüsschen Pistole fressen. Den letzten Schuss frisst du aber so. Boah, das macht doch richtig schön viel Schaden, das Gewehr. Jawohl, endlich haben wir eine Waffe, die Schaden macht. Mal gucken, was hast du? Die 7,7. Ah, nee, ist nicht die richtige Munition. Schade, ich dachte. Ich dachte gerade schon. Oh, es geht auch. Geil. Okay, man kann also im Springen, im Fliegen schießen. Ist mal so klug, ist es die andere Frage. Ich gebe auf die Pistole. Genau, deswegen. Level 9 haben wir erreicht. Müssen dann gleich unseren Skillpunkt ausgeben. Aber ich gehe jetzt mit auf das Gewehr. Ah, da treffen wir nicht so ganz.
Komm, zeig dich. Aha. Erledigt. Okay, 4 Stück sehe ich noch auf der Karte. Okay, wollen wir ganz kurz die Zeit nutzen und den Skillpunkt ausgeben? Ich würde sagen, ja. Pistolenballistik. Also unsere Pistole ist ja anscheinend eine ballistische Waffe. Aber ganz ehrlich, ich würde einfach weiter hier investieren. Haben wir ja den Skillpunkt. Ich glaube, ich wollte zwar allgemein auch in andere Skillpunkte investieren, aber ich nehme jetzt erstmal den. Ist mir jetzt gerade wurscht, das gefällt mir jetzt am besten. So, wo sind noch Gegner? Ich bleibe mal ganz kurz stehen, um kurz Bewegung zu erkennen. Aber wirkt sich gerade nichts. Haben wir nicht noch irgendwo einen erledigt? Ach ja, den hier oben. Ich soll immer gerne die Munition mitnehmen. Das Schöne ist, die nutzt die gleiche Munition wie die Grendel, diese Waffe. Damit können wir uns wunderbar aufstecken. Oder halt viel Munition sammeln, sagen wir mal so. So, hier liegt erstmal nichts rum. Dann sollten wir mal schauen, dass wir nach oben kommen. Die anderen haben uns wohl irgendwie auch vergessen. Ich weiß gar nicht so ganz, was dieser orange Balken uns sagen soll, ob uns hier irgendeiner fast entdeckt. Ja, Vorsicht, okay, ich weiß aber. Wo denn? Sehe ich hier einen einfach nicht? Nicht gerade der Blinde? Da unten schaut es recht ruhig aus, soweit. Ah ne, da unten ist einer. Hä? Oh, ich dachte... Warte, kann ich durch die Scheibe durchschießen? Nee, ich glaube nicht, oder? Kurz mal testen, ob das funktioniert. Gucken, ob der durchschießen kann. Na. Möchte wohl nicht. Ah, aber den haben wir erledigt hier oben. Sehr gut, ich dachte, der lebt noch. Helm Graviplas offen schwarz. Ach, lass mal ruhig hier. Obwohl, ich nehme den mal mit, weil es ist ja doch deutlich besser wie das, was wir haben. Wir haben schon ein paar gute Sachen jetzt gefunden. Aber unsere aktuelle Ausrüstung ist noch ziemlich so vom Anfang. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. So, für den Nahkampf lieber die Pistole. Das Bereich sicher? Entwarnung? Da wäre ich mir ja nicht so sicher an eurer Stelle. Aber einer müsste hier unten drin sein. Zumindest habe ich hier irgendwo gerade einen gehört. Aber es kann auch sein, dass der drüben war und wir den durch 3 Wände durchgehört haben. Kann ich halt kurz mal Licht ausmachen. So. Jetzt sehen wir hier doch noch was. Käse, lecker. Das kann man nutzen. Na gut, dann looten wir hier. Oh. Erstmal ein bisschen durch. Ach komm, den Poncho nehmen wir auch mal mit. Jetzt hier hin. Okay, nur ein kleiner Durchgang. Eventuell doch keiner hier. Und warum haben die keine Luftschleusen hier? Nutzen die einfach alles wohl ganz normal hier und brauchen keine Luftschleusen? Also laufen meine ich permanent in ihren Ausrüstungen rum. Einfaches Boostpack, aha. Boot-Crew-Rucksack. Wiegt aber halt ganz schön viel, deswegen will ich es mal nicht mitnehmen. Da muss ich mal in Ruhe irgendwann schauen, was sich da lohnen würde mitzunehmen und was nicht. So, warte mal, halt, war hier noch was? Ah. Tusch und... Oh, Elektrogewehr. Das nehme ich mal mit. So, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Helm Tiefbohren? Nö. Nö, hier liegt, glaube ich, nichts Wichtiges rum. Anzugwerkbank. Oh, Mist.
Raumstation, adaptiver Rahmen. Na, hier sind eine Menge gutes Zeug, was mitnehmen kann. Ich dachte, wir waren ja gerade eben schon. Hoppala, hätten wir beinahe einiges übersehen. Auf dem Tisch vielleicht irgendwas? Nee, auch nicht, oder? Was ich gerne mal die nächsten Folgen auch gucken würde, ist... Ah, die Dinger können alle öffnen. Dass wir eventuell mal unser Schiff vielleicht ein bisschen umgestalten oder so. Man kann ja auch sich komplett eigene Schiffe bauen. Und dass wir dann vielleicht in unser Schiff auch so eine Werkzeugbank und alles mögliche reinbekommen. Also Waffenbank, Anzug, Werkzeugbank, so, mein Gott, schwieriges Wort. Und so weiter halt, ne? So, jetzt müssen wir aufpassen. Angriff! Naja, Angriff. Sehe ich auch so. Da unten muss noch der Chef sein, der Boss von denen. Level 12 war doch hier. Ah, da hinten. Ja, da können wir nicht durchschießen. So, erledigt. Keine Chance gehabt. Jetzt sind wir bald vollgefuttert mittlerweile. Mist. So, die Pflaume, glaube ich, kann man mitnehmen. Das macht Sinn. Die Butter esse ich jetzt aber mal. Den Toast esse ich auch. Ich glaube, jetzt sind wir voll. Ja, nehmen wir den Rest ein bisschen mit, würde ich sagen, oder? Hier, Äpfel kann man noch gebrauchen. Den Toast oder das Brot nehmen wir auch mit. Ich kann halt auch nichts liegen lassen, ey. Das ist schlimm. Aber Kaffee nehme ich immer gerne mit. Kaffee ist immer gut. Kaffee kann man nie zu viel haben. Nichts Schlimmeres, wie wenn der Kaffee alle ist. So, hier oben haben wir, glaube ich, einmal alles abgeräumt. Hier gibt es auch nichts außer Papierkram, der höchst uninteressant ist. Ja, Sprudelwasser. Natürlich. Dann mal nach unten. Wieder viel zu viele Spinde, die wir einmal alle durchchecken müssen. Eieieiei. Müssen wir wirklich mal alles abchecken. Ich kann das nicht sein lassen, nicht überall reinzugucken. Das ist immer sehr, sehr schlimm. Hier, da liegt wieder irgendwas rum, was ich noch nicht gesehen habe bisher. Ich weiß nicht, was... Irgendwas mit Monotriebmittel? Mononatrium? Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal alles mit. Muss nicht auch noch mehr Zeit damit verplempern, hier noch alles durchzulesen, was wir mitnehmen. Solange man es verwenden kann, als Materialien, nehme ich es mit. So, ich glaube, hier gibt es erstmal nichts mehr. Forschungslabor. Aber das haben wir auf unserem Schiff. Das brauchen wir jetzt hier nicht mitnehmen oder nutzen. So, hier gibt es auch nichts Interessantes. Immer nach diesen Schreibstücken oder halt Schriftzeichen. Was soll ich sagen? Nee, nicht Schreibstücken, Schriftzeichen. Nee. Hä? Hier Comics oder sowas. Diesen kleinen Papierzeitschriften, das meine ich, Ausschau halten. Da, kleinen Tweetzettel, steht leider nichts drauf. Was hast du so an Loot dabei? Yara Muybridge's Computer. Da sollen wir jetzt mal kurz mal reingucken. Lagebericht.
Wir glauben, dass die Eigenschaften der Höhle Pilzwachstum mit medizinischen Eigenschaften hervorgebracht hat. In der Höhle eingenommene Sporen scheinen stark entzündungshemmend zu wirken. Dies kann aber nicht als marktfähiges Produkt umgesetzt werden, bis wir eine Möglichkeit finden, diese Eigenschaft zu stabilisieren. Wartung. Die Kreaturen, die im Höhlensystem leben, müssen am Leben gehalten werden. Unsere aktuelle Theorie ist, dass sie mit den Sporen interagieren und dabei ein Ökosystem schaffen, das die beobachteten Eigenschaften erzeugt. Ob wir ein solches Ökosystem im industriellen Rahmen nachbilden können, ist noch offen. Okay. Interessant. Von welcher Höhle reden wir denn hier? Finden wir die vielleicht noch? Ach, die Grendel hat zwar hier angeblich einen Wert von 3504. Ich glaube, wir können ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen was können wir mitnehmen, dann können wir es gleich wieder am nächsten Außenposten verkaufen. Und hier gibt es nichts mehr. Moment, wir gucken uns einmal kurz um. Da geht es nur wieder hoch. Ah, da gibt es noch Schränke. Ich scanne jetzt natürlich alles an, was hier rumsteht. Auch der ganze Müll. Kaffeepackung, natürlich. Noch eine Kaffeepackung, sehr gerne. Noch sehr viel mehr Kaffeepackungen, jawohl. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt hier wieder raus. Wahrscheinlich einfach hier, oder? Ah, hier waren wir schon, perfekt. So. Ich hoffe, hier liegen keine Minen mehr rum. Okay, stimmt gut, die Grendel ist deutlich weniger wert, eine normale. Dann sollte man vielleicht so modifizierte Waffen oder so vielleicht doch ab und zu mitnehmen. Vielleicht lohnt sich das ja so ein bisschen. Okay, gab es hier noch irgendwas? Hier waren wir noch nicht vorher. Aber ich glaube, hier ist nichts, oder? Ne, schaut ziemlich langweilig aus. Auch der Container schaut auch ziemlich langweilig aus. Achso, ne, nur Müll. Nee, von welcher Höhle waren die hier am Reden? Ich guck mal kurz auf die Karte, aber ich glaube, die, also hier wird, wenn eine Höhle nicht angezeigt werden. Wir sind irgendwo hier unterwegs. Leider zeigt das auch gar nicht, wo man sich jetzt hier genau befindet. Das wäre ein bisschen cool, wenn man noch so eine Karte vom Planeten hätte, dass man da so ein bisschen noch sieht, wo man gerade rumläuft, in welchem Gebiet. Oh. Da sind noch ein paar Feinde da unten. Die habe ich ja komplett übersehen. Ich lade einmal kurz die Pistole nach. Geht dann aber auf diese hier. Die haben wohl die ganze Action da unten verpasst. Ah. Den ersten haben wir. Ja, wir beginnen mal in der Suchaktion. Ich sehe da einen durch die Wand angezeigt, okay. Hier war doch gerade noch ein zweiter, also mindestens noch zwei Feinde da unten. Schleichen mal. Ah, da ist einer. Wir schleichen mal ran, wollte ich sagen. Okay, nochmal mindestens zwei. Wir sind weiterhin mindestens zwei. Ah, da oben ist einer. Entschuldigung. Hat er da gerade so eine Disk, die wir lesen können, dabei? Ecliptic Kommune 1 oder was stand da gerade? Ich habe es nicht so ganz gelesen. Ich habe ein bisschen zu schnell gelootet und hier oben müsste noch jemand sein, oder? Ja, was ist denn jetzt vorbei? Dein Leben ist gleich vorbei, würde ich sagen. Zack. Na, dann bedienen wir uns hier auch mal wieder an allen möglichen Dingen. Dann looten wir hier mal noch ganz schnell zu Ende. Habt ihr noch irgendwas Schönes, Interessantes hier? Mal gucken. Kurz den Scanner nutzen, aber hier schaut es relativ leer aus. Da ist noch eine rote Tür. Halt, wo liegt er? Da liegt er. Ah, den haben wir schon. Ich glaube, auch hier draußen habe ich auch nichts mehr. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz hier rein. Ah, okay, mit dem Computer müssen wir da reinkommen. Türsteuerung, Status geschlossen.
Tür wird geöffnet. Abgeschlossen. Okay. Das war einfach. Oh nein, wieder mehr Spinde. Ah. Halt, wenn ich gar nicht will, die Taschenlampe haben. Oh, der ist versperrt. Oh. Okay, der hat... Lehrling? Warum hat denn der als Lehrling so viele Optionen? Ach du Heilige. Okay, der passt hier nicht. Der passt wahrscheinlich dann irgendwo hier. Wo die zwei Äußeren passen überhaupt. Passt überhaupt irgendwo? Der passt irgendwie nirgends, okay. Der würde hier nicht passen. Dafür würde er hier passen, das ist schon mal gut. Heiling, warum sind das jetzt so viele und so schwierige hier? Hab das System noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt auch keine Dietriche verschwenden. So, wir haben gesagt, der würde hier passen, ne? Genau. Würde der hier passen? Perfekt. Also der und der sind für innen. Das heißt, wir können die anderen irgendwie außen verwenden. Wenn sie denn passen. So, der passt so nicht, aber er würde so passen. Zack, dann müsste der... Ne, dann müsste der passen, genau. Jetzt passt der hier und der hier. Spind haben wir aufbekommen und hier geht's noch weiter runter. Aha, aha. Aber wieder eine Kartusche, noch ein schönes Lasergewehr. Ein Helmstein nehme ich. Achso, nee, ist nur der Helmstein. Ich dachte gerade, es wäre auch ein schicker hellblauer Helm, aber war es nicht. Gut, das mitnehmen. So. So, hier oben gab es nichts mehr, oder? Ich komme mal ganz kurz mal zurück. Genau, hier war mal drin. Hier sonst. Hier war nichts. Nee, da lag nur einer rum. Ganz kurz nach unten. Geht's denn jetzt hier? Das ist die Höhle vielleicht, von der die... Ah, da sind die Höhlen. Ah, sehr gut. Wir haben die Höhle gefunden. Perfekt. Da würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns, ein bisschen sehr dunkel geworden, die Muybridge-Höhlen an. Und bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.